Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, der Guido. Ihr seid heute wieder mit mir unterwegs auf Geocaching-Tour. Schaut mal, wo ich hier bin. Oh, da schüttet gerade ein Traktor, ein Bauer. Oh, seht ihr das? Das stinkt. Also, schnell weg hier. Oh. Und schaut mal die Aussicht. Wahnsinn. Echt schön. Ich hoffe, wir finden was. Grüße gehen raus an alle neuen Abonnenten. Ich begrüße euch herzlich. Und jetzt auf geht's zum Cachen. Bis gleich. Natürlich sind wir falsch gelaufen, den falschen Weg. Deswegen laufen wir jetzt schnell die Wiese runter, bevor uns der Bauer erwischt und uns mit dem Traktor jagt. Traktor kommt, der Bauer. Ich glaube, ich habe was gefunden. Da oben, seht ihr schon was? Warte, wir lassen mal den Traktor vorbei. Das heißt nämlich irgendwas, der Cache, die Schraubzwinge. Hier ist, glaube ich, schon ein Weg. Folgt mir. Schaut mal. Von Weitem mal schauen, wie die Schraubzwinge aussieht. Wir öffnen mal den Behälter. Puh. Hilfe! Der Kugel weggeflogen. Ich brauche da Hilfe, ich schaff's nicht. Das ist so eng da drinne. Ich glaube, ich hätte auch zur Not eine Pinzette. Ah, okay. Geschafft. Wir schauen mal, ob noch Platz ist. Ganz schön dunkel hier. Ja, genug Platz. Datum habe ich schon geändert. Schaut mal. Und jetzt müssen wir es natürlich wieder ganz klein machen. Und wir machen es wieder rein. So, Kugelschreiber hängen wir auch wieder hin. So, unser erster Cache für heute. Wir machen noch ein paar Fotos und dann suchen wir weiter. Bis gleich. Meter. Wir sind ganz in der Nähe vom nächsten Cache. Hier sind natürlich so alles Wurzeln. Schaut mal, da sieht natürlich jede Wurzel. Nein, die ist fest. Schaut mal, hier ist ein Riesenloch. Aber leider ist da auch nichts drin. Überall Wurzeln. Oh, ich habe was gefunden. Mal sehen, ob das Cacher-Auge recht hat. Das sieht nicht normal aus. Schaut mal da rein. Sind wir fündig geworden? Ich traue mich gar nicht reinzufassen. Deckel es ab. Schaut mal, was wir gefunden haben. Wir gehen mal ein bisschen ins Licht. Was ist das? Nur um den kleinen Behälter festzuhalten. Das ist ja echt schon wieder so eine Riesenrolle. Wir schauen mal. Heute läuft's, heute läuft's. Unser zweiter Cache für heute. Und dann müssen wir natürlich auch wieder zurück zum Auto. Puh. Dann verstecken wir es natürlich wieder. Kommt. Deckel drauf. Eine Nacktschnecke. Ich habe genau reingefasst. Obelix.
den Hinkelstein wieder drauf. Wir machen noch ein paar Fotos und dann geht's weiter. Yay! Yeah, jetzt ganz in der Nähe. Da oben steht das Cashmobil und wir sind den ganzen Weg hier runter gelaufen. Hier, die Strecke kenne ich, hier bin ich schon oft mit dem Fahrrad lang gefahren. Echt coole Runde zum Hochberg. Echt eine geile Aussicht auf den Bodensee und Lindau. Und jetzt sind wir ganz in der Nähe. Aber jetzt müssen wir natürlich hier in den Wald rauen. Hier sind schon so ein bisschen ein kleiner Pfad und ein paar Schritte. Sieht man so. Vielleicht hinter dem Baum oder da, wo der Tannenzapfen liegt. Irgendwo. Ich suche für euch. Eher 10 Meter. Also muss es hier irgendwo sein. Ich dachte mir schon, dass der Tannenzapfen da so liegt. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Schaut mal hierher. Cachen heißt natürlich auch viel laufen und wandern. Wir laufen jetzt noch ungefähr einen Kilometer in die Richtung, weil mit dem Auto oder Fahrrad haben wir nicht dabei. Auto dürfen wir nicht. Also laufen wir und Wetter ist natürlich. Alles zu. Wir fahren lieber heim. Also danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da und ein Like. Ich würde mich riesig freuen. Euer Guido. Ciao, bis zum nächsten Freitag.